Potsdamer Platz, wir sind zusammengekommen, um an einen Menschen zu erinnern, der genau vor 416 Jahren, am 17. Februar 1600, nach fast achtjähriger, kerkerhaften, ausgiebiger Bekanntschaft mit christlichen Werten als Ketzer auf den Kalbach wurde. Sein Vergehen war der Widerspruch zur vorgegebenen Lehre, seine charakterlich geprägte Suche nach Erkenntnis und die daraus folgende Ablehnung kirchlicher Dogmen einschließlich des persönlichen Gottesgebetes. Er mischte sich mit hohem Verstand und mit Hilfe seines außerordentlichen Gedächtnisses in die Wissenschaft und philosophische Auseinandersetzung ein und eckte damit natürlich bei den damaligen Menschen an. Er war nicht irgendwer, an dem man sich 400 Jahre danach nur aufgrund eines Denkmals in Rom und auf die Frage des Zwischengeschoss hier am Potsdamer Platz erinnern sollte. Er inspirierte immerhin Zeitgenossen und spätere Philosophen und Schriftsteller wie Spinoza, Galilei, Goethe, Nietzsche und Leibniz. Wir ehren nicht, weil er positiv ungläubig oder Atheist war. Das war ja als Atheist durchaus nicht. Auch ehren wir ihn nicht aufgrund der Tatsache, dass er bereits in jungen Jahren kurz nach der Priesterweihe wieder aus den Mönchorden austrat, ebenso wie Exkommunikation bei den Calvinisten und anschließend bei den Lutheranern, ist nicht Hauptpunkt unseres heutigen Zusammenhangs. Dass die Naturphilosophie ihn faszinierte, Schnittmengen mit den Grundlagen des evolutionären Humanismus hat, die wir hier vertreten, kommt dem Grunde näher, aber ohne ihn ausreichend hart zu zeigen. Aber er hat philosophisch unterstützt, was die Umbruchschicht damals in seiner über die Unendlichkeit, das Universum und die Welten erklärte er die Sterne damit, dass sie wie unsere Sonne seien, dass das Universum unendlich sei, es eine unendliche Anzahl von Welten gäbe und diese mit einer unendlichen Anzahl intelligenter Lebewesen bevölkert seien. Er unterstützte damit die Ablösung des bis dahin gültigen heliozentrischen Systems und stellte die Stellung innerhalb des Menschen, innerhalb des sogenannten Schöpfung in Frage. Dabei postulierte er grundlegend neue Erkenntnisse, und ich zitiere, die Wissenschaft ist der auserlesenste Weg, um das Menschenleben biologisch zu gestalten. Und er nahm den Zeitgeist ins Visier, und zitiere wieder, es ist daher kein Wunder, wenn ihr sehr viele bemerkt, welche trotz ihrer Gelehrten und Priesterwürde mehr nach dem Rindvieh, der Herde und dem Stalle riechen als diejenigen, welche in Wahrheit Pferdeknechte, Hirten und Hackersleute sind. Für seine Ansichten nahm er den Bruch mit dem System in Kauf. Die Folge war durch das Verbot seiner Schriften, seine Werke sollten öffentlich zerrissen und verbrannt werden. Denn nach der Denunziation folgte die Verhaftung. Auf das Urteil reagierte er mit seinem berühmt gewordenen Satz: Mit größerer Furcht verkündet ihr vielleicht das Urteil gegen mich, als ich es entgegen habe. Zwei Tage nach seinem Tod war in der römischen Zeitung zu lesen, der abscheuliche Dominikanerbruder von Lola, über den wir schon früher berichtet haben, wurde am Donnerstagmorgen auf dem Campo de Fiori bei lebendigem Leib verbrannt. Er war ein ungemein halsstarriger Ketzer, der aus seiner eigenen Eingebung verschiedene Dogmen gegen unseren Glauben fabrizierte, besonders aber gegen diese heilige Jungfrau und andere Heilige. Der Elende war so hartnäckig, dass er gewillt war, dafür zu sterben. Öffentlich steht die heutige katholische Kirche immer noch ein Heretiker. Man muss nicht auf seine Fehleinschätzung oder Irrwege eingehen, die aus vorhanden waren. Diese haben niemand umgebracht, seine Irrwege, und wohl auch nicht für Gründe genutzt, um andere umzubringen. Filippo Bruno, der sein Ordensname war, Giordano Bruno, hatte den Mut, sich des eigenen Verstandes zu bedienen, was für ihn tödliche, religiös motivierte Folgen hatte. Und dies sollte einer der wichtigsten Gründe sein, weshalb wir heute zusammenkommen. Wir sind hier, um aller Opfer religiös motivierter Gewalt zu gedenken und darauf aufmerksam zu machen, dass es diese Opfer im gleichen, wenn nicht sogar größeren Ausmaße, damals auch heute noch gibt. Der Wahnsinn hält sich hartnäckig. Wer sich seines Verstandes bedient, irrationalen Ansichten entgegentritt, sich für Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung einsetzt oder seine Sitze oder Orientierung offenlegt, wurde auch im 21. Jahrhundert und immer in vielen Ländern verfolgt, ausgepeitscht, gefoltert und ermordet. Und das,
sogar auf Grundlage dortig vorhandener mittelalterlicher Gesetzgebung in den angeblich göttlichen Willen Gottes erklären. Wer das Argument gegen eine Idee nicht mit einem Argument widerlegen kann, sondern seine Dogmen sogar übernatürlich begründet sieht und den Menschen angreift, ist auf der unmenschlichen Stufe der Henker von sogar noch unbedingt. Dass vor allem die großen Religionen nicht bei Christen, angefangen nicht bei Islam enden, immer noch den Nährboden für die Missachtung der Grundzüge von Menschlichkeit, friedlichen Zusammenleben, zum Fortschritt und Meinungsvielfalt geben, ist das Armutszeugnis der tatsächlich grundlegenden Müdigkeit dieser Religion. Die Intoleranz hat weltweit Konjunktur und macht nicht vor der deutschen Haustür halt. Hass, Religiotie und der Wille zur Durchsetzung der eigenen auch noch so hohen Idee mittels psychischer und physischer Gewalt ist in der Mitte auch der unseren Gesellschaft angekommen und weit weniger erschwert als noch vor wenigen Jahren. Wir sind zwingend aufgefordert, so wie wir hier stehen, auch und gerade heute in einer Welt, die sich für viele zu ändern scheint, die grundlegenden, auch humanistischen Werte einzutreten und dies praktisch zu leben, ein Umfeld zu gestatten, welches Freiheit und Demokratie nicht zur Ordnung verschwunden lässt. Giordano Bruno starb für seine Überzeugung, er sollte mal nach. Der diese Skulptur geschaffen hat, erreicht mir heute am Telefon. Er ist in Budapest und sagte, er wäre gerne hier bei uns gewesen und sei sich dieses Jahrestages sehr wohl bewusst. Und er sagte uns wörtlich, ich bin sehr froh, dass wir ihn in Bruno in Berlin haben. Ich habe das Gefühl, dass die Attraktivität ständig zunimmt und dass er im Zentrum von Berlin steht, der Stadt, die Europa zusammenführt, und das macht mich zuversichtlich. Thank you.